Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuckerfreunde, und ich zeige euch jetzt mal, wie man mit einer Lutschenmannschaft auch gewinnen kann, ja? Also, das ist, glaube ich, die gegnerische Mannschaft, und ich habe jetzt mal meine Bronze- und Silbermannschaft genommen, weil, ja, meine anderen, die müssen sich jetzt mal ausruhen. Die guten Goldstars, und ich werde euch jetzt mal zeigen, dass ich auch gewinnen kann. Ja, das erste Spiel gleich mal verloren. What the fuck? War auch irgendwie absolut abgefuckt. Aber ich guck mal, dass ich das diesmal mit diesem guten Team jetzt hinbekommen tue. Das Schlimme war gewesen, ich habe hier die Folge aufgenommen, verloren. Gerendert, gefrustet, gehe ich dann an die Xbox, mache da mein erstes Online-Partie und ich verliere auch da. Und ich denke nur so, was geht hier los? FIFA, willst du mich echt verkacken, Alter? Das kann es doch nicht sein und so. Und ich lasse jetzt hier noch ein bisschen laufen, damit ihr auch mal mein super geiles Team seht. Ja, die sind richtig super geil. Die sind super gut. Ja, hier seht ihr die. Die ist super geil, also mit denen will ich jetzt hier versuchen, alles zu reißen, was zu reißen geht. Ja, und schauen wir mal. Ich werde mal lieber auf Passen und auf Content gehen. Mann, ey, wieso ist er denn nicht gleich weitergegangen, Alter? Oh. Jo. Ja, es war Contento, ja. Ja, es ist so der einzig deutsche Spieler und, what the fuck, Alter? Na, no, Dong Heng, doch hat's nicht Heng gesagt. Ich weiß schon, wie ich sie kriege. So, kein Abseits. Oh Mann, ey, es kann nicht wahr sein. Ey, es ist doch unmöglich, oder? Ja. Boah, das war doch jetzt mal eine super Chance gewesen von McMillan hier. Ja, also ich sag euch ganz ehrlich, es geht hier was. Es geht hier was. Es geht hier was. Und wenn es nur irgendwelche Flugbälle sind. Meine Güte nochmal, ja, das ist das Problem halt immer am Anfang. Man braucht halt übelst viele Coins, die einem irgendwie dann natürlich am Anfang übelst fehlen. Und dann natürlich macht das Schlechte, oder sagen wir es mal so, naja, schlecht ist es ja nicht wirklich. Es ist einfach nur realistisch schwierige Passing. Der war gut gewesen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Der war gut gewesen. Muss man ganz ehrlich sein. Da bin ich auch fucking ehrlich. Es war nicht irgendwie so ein Noob-Scheiß-Ding oder so. Der war ein richtig guter Schuss gewesen. Und von daher gebe ich das auch gerne mal so weiter. Ich versuche natürlich jetzt irgendwie natürlich auch mal ein bisschen mit der Brechstange zu versuchen. Ja, bleiben wir natürlich hängen am Schiedsrichter.
So, jetzt aber mal. Jetzt lau. Oh. Ach, ich sehe es ja schon kommen. Ich sehe es ja schon kommen, liebe Zockerfreunde. Ich muss mich immer wieder ein bisschen zusammenreißen, weil es halt einfach manchmal so fucking dumm ist. Guck dir das an. Was in drei Teufelsnamen war das? Wieso hatte er den nicht einfach angenommen? Ist mal ganz ehrlich. Was schießt er den nicht weg, Alter? Ja, es war schon abseits gewesen. Okay. Ja, er war auch schon dran. Er war schon dran gewesen, ey. Es ist schon wieder unmöglich hier, die Pässe. Ja, hohe Bälle werden wir hier nicht hinkriegen. Dafür fehlen uns einfach ja auch die Geschwindigkeit. Und dann ist das hier. Das war doch kein Foul gewesen. Also bitte, liebe Leute, ja. Es war höchstens ein Küsschen auf der Wange. Dann versuchst du die dann halt so auszutricksen. Geh doch hin da. Alter, ich werde schon hier wieder komplett wahnsinnig. Pässe funktionieren hier wieder nicht. Eigentlich habe ich gute Möglichkeiten mal auf so einen langen Ball. Weil die stehen extrem weit hinten. Und dann fehlt es Macmillan einfach an der Geschwindigkeit. Es ist Wahnsinn. Der Gegner steht eigentlich ziemlich offen. Also, es sollte doch mal was möglich sein. Wieso? Ich habe in den Lauf gespielt, Alter. Wieso bratzt er den Ball so dolle? Das kannst du einfach nicht. Ich habe ihn gar nicht dahin gespielt. Ich wollte ihn eigentlich links unten spielen hier. Zu ihm. Und er knallt ihn dann halt einfach auf den Keeper rauf. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was der Spieler sich da gerade gedacht hat. Was für einen komischen Schuss ich dort machen will. Wieso passt er ihn dorthin? Wieso holt sich der Player? So, jetzt sehen wir ihn nochmal. Es gibt's nicht, Alter. Also die Pässe gehen irgendwie immer nie dorthin, wo sie hin sollen. Du lenkst sie halt schon dorthin. Und trotzdem funktioniert es halt einfach nicht. Das ist, und das ist halt. Gut, okay, man kann natürlich jetzt sagen, ja, bitte bedenke doch. Du spielst hier mit Bronzespielern und so und alles gut und schön, aber trotzdem ja gut, der natürlich nicht geswaddet. Aber jetzt keine Möglichkeit groß. Ist natürlich auch schon wieder komisch, ne? Du hast jetzt hier vielleicht mal einen Goldenen mit dabei. Und der hat hier, glaube ich, 8 Stück Goldene. Und wir sind hier am Anfang des Teams. Und er hat trotzdem die gleiche Bewertung irgendwie wie du.
wo man sich natürlich sagt, wie kann das angehen? Wie kann das angehen? Wie kann er die gleiche Bewertung haben, wenn du doch so schlechte Spiele hast? Silber und Bronze. Wie kann er mit seinen mindestens acht goldenen dort auf die gleiche Teambewertung kommen? Das ist doch klar, dass der dich dann von allein vom Pace her fertig macht. Ich dachte, das war Glück, kann man ja mal haben, ne? Na klar. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was ruckelt das denn jetzt hier? Die Kacke, Alter. Oh, ey. Oh. Ich bin doch weggegangen, Alter. Er muss doch den Abseitsdinger pfeifen. Ey, echt jetzt, Alter. Hä? Ich hab jetzt Einwurf? Das muss ich jetzt irgendwie nicht. Das muss ich jetzt irgendwie nicht verstehen, oder? Es kann nicht wahr sein, Alter. Och, jetzt komm, Alter, geh doch schon weg, immer. Hallo, jetzt schieß den Ball doch weg, Mann. Es steht doch keiner da, ne? Wenn der Torwart schießt, Alter. What the fuck, Alter. Wenigstens mal ein schöner Schuss. Wenigstens mal ein schöner Schuss. Hier sehen wir nur mal. Wenigstens mal ein schöner Schuss. Wenigstens mal ein schöner Schuss. Alter, das kann nicht sein. Wie kann man so eine Gelegenheit ausspielen, Alter? Das ist doch schon unmöglich. Schon wieder total Bock, mein FIFA wieder zu deinstallieren, Alter. Wie war das noch mit Tactical Defense? Kommen sie nicht mehr so durch und so?
Arschlecken ist angesagt, Alter. Also Ultimate Team ist immer noch so bekackt, Alter, wie auch vorher. Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen, wenn ich jetzt Karriere spiele oder halt Ultimate Team oder so, ne? Was die anderen einfach mal immer mehr so an Luck einfach haben und da liegen einfach Welten zwischen, ne? So, guck dir das an. Lauf! Wo spielst du den hin, Alter? Wo? Ist ja nicht gerade so, Alter, dass der erst seit hier 5 Tagen miteinander spielen. Hier kann ein McMillan sich mal durchsetzen. Er kann ja nichts. Habt ihr es gesehen? Er kann ja eigentlich nichts, aber er gewinnt einfach durch very fucking luck, Alter. Ja, mit 8 goldenen Spielern hätte ich dich auch fertig gemacht. Alter, das gibt's nicht, ne? Da war wenigstens die Chance, wenigstens ein Tor zu machen und nicht mal das hat mir FIFA gegönnt. Also das ist wirklich wieder so, Alter, kriege ich wieder so einen Hals auf FIFA Ultimate Team und Entschuldigung, das sind einfach so Momente, wo ich dann einfach das Kotzen kriege an FIFA Ultimate Team, ne? Ist halt einfach so. Jetzt kann man es nicht vielleicht ganz sehen, so was das für Goldspiele sind, aber das ist halt einfach zum Kotzen. Zum absoluten Kotzen. Und den gibt es erst gegründet 2015, ja. Spielst vielleicht noch gar nicht so lange. Trotzdem hat er mich geschlagen. Die Hude. Kann man das vielleicht irgendwo nochmal sehen? Nee, man sieht das nicht so. Das ist echt scheiße. Das ist wirklich so. Also, ich habe ja nicht ohne Grund mir 2 Mannschaften ausgesucht und ja, mit denen hatte ich jetzt gerade gezockt. Es hat nicht geklappt, es hat nicht gereicht und es fehlen einfach die Coins. Es fehlen einfach die Coins, vielleicht mache ich nochmal gleich ein paar Silberspieler mit hoch oder so. Es ist scheiße. Bis dahin, ich hoffe, zur nächsten Folge sieht es einfach viel besser aus. Bis dahin, tschüss. Thank you.